Man sieht es super oft, dass auf Webseiten, gerade B2B, kostenlose Beratungsgespräche angeboten wird. Ja, mittlerweile weiß jeder, das ist ein verkappter Sales Call. Ich möchte nicht mit euch sprechen. Ich kenne euch noch gar nicht. Ich habe keinen Trust. Ich habe vielleicht auch keine Zeit, mit euch zu sprechen für ein kostenloses Strategiegespräch. Das heißt, die Hürde für ein Strategiegespräch oder direkt etwas bei euch zu kaufen ist super hoch. Ja, das heißt, mal zu überlegen, wie kann ich diese Einstiegshürde eigentlich runternehmen, um mehr Leute einzusammeln, um hinten raus auch mehr Umsatz zu machen, um mehr Kunden zu gewinnen. So, und die Antwort darauf sind Lead Generator. Wir fangen an damit, darüber zu sprechen, warum überhaupt brauche ich vielleicht Lead Generator? Welche Lead Generator sind eigentlich die besten? Dann, wie finde ich, so schnell es geht, einen funktionierenden Lead Generator? Und der letzte Punkt ist, wenn ich jetzt mal die ersten Leads eingesammelt habe, hört dummerweise da der Prozess nicht auf, sondern dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Was kommt denn danach, wenn ich die ersten Leads eingesammelt habe? Warum brauche ich überhaupt Lead Generator? Und das ist relativ einfach mit der Einstiegshürde für eure Kunden, für eure Zielgruppe zu erklären. Wenn wir jetzt anstatt denen ein Strategiegespräch anzubieten oder unser Produkt zu verkaufen, mal ein kleines, geiles Content-Piece geben, eine Checkliste, ein White Paper, was auch immer es ist, eine Webinar-Anmeldung, dann ist die Hypothese, dann melden sich von den 100 Leuten, die auf die Seite kommen, nicht einer, sondern 10, 15, wie viele auch immer anmelden und ich habe viel mehr hinten rausbekommen. Das heißt, die Hürde runternehmen, indem ich ihnen etwas von Mehrwert anbiete, gegen deren Vornamen, Nachnamen und mindestens die E-Mail-Adresse, manchmal auch Telefonnummer. Ja, so. Das mal auszuprobieren ist praktisch der ganze Grund, warum wir Lead Generator brauchen. Wir nehmen die Einstiegshürde runter und versuchen etwas zu finden, mit dem wir mehr Kontakte, die zu uns kommen, auch wirklich mit deren Kontaktdaten bekommen. Ja, das ist der ganze Grund. Und ehrlich gesagt, das kann man jetzt rausexperimentieren. Ich kann euch sagen, aus den ganzen Projekten, es macht Sinn, das zu tun, weil man, wie gesagt, viel mehr Kontakte einsammelt und wenn man dann das Richtige mit denen nachher tut, im Sales-Prozess, im Funnel, dann kommen da unten auch Kunden raus und dann haben wir gewonnen. Ja, also klare Antwort, warum brauche ich die? Um die Einstiegshürde zu verringern und meinen Funnel oben praktisch größer zu machen, dass viel mehr Leute eigentlich bei mir ankommen, mit denen ich etwas tun kann. Ne? Weil ganz ehrlich, die 99 Leute, die in der ersten Variante auf die Seite kommen, die sind weg. Von denen habe ich keine Ahnung, wer das ist, was die von mir wollten, die waren da und die sind wieder weg. Kann ich nichts mitmachen, habe ich verloren. Ja? Dementsprechend kaufen wir uns auch mit so einem Lead Generator Zeit, ihnen mehr Touchpoints zu liefern, ihnen mehr Trust zu liefern, weil ich jetzt ja deren E-Mail-Adresse habe und sie mit Mehrwert und Content bespielen kann. Welche Lead Generator sind denn eigentlich die besten? Worauf kommt es an? Und da sage ich immer, seht den Lead Generator wie ein kleines Mini-Produkt. Ja, wir müssen es schaffen, dass dieser Lead-Magnet, Lead-Generator, nennt es, wie ihr es wollt, neugierig macht. Wir müssen es schaffen, dass die Leute, die auf der Seite sind oder wo auch immer sie das sehen, denken so, oh, das hätte ich aber jetzt schon gerne, diese Checkliste, dieses Whitepaper, bei diesem Webinar wäre ich gerne dabei, diesen Selbsttest würde ich gerne mal machen, weil ich gerne wüsste, was rauskommt. Das heißt, es muss vor allem die Leute neugierig machen und in irgendeiner Form Mehrwert stiften. Ja, sehr gut funktionieren Sachen, die auf Aktualität bezogen sind. Das heißt, wenn gerade irgendeine Änderung in eurer Industrie stattfindet, in eurer Branche oder irgendwelche Themen besonders viel diskutiert werden, dazu kleine Checklisten, Whitepaper, Content Pieces zu machen und die als Lead Generator mal zu testen, ist immer ein sehr, sehr geiler Hack, um ja, etwas Gutes an den Start zu bekommen. Das heißt, was ist der konkrete Mehrwert? Ja, was bekomme ich? Es geht eigentlich um den Sog, wenn man so will. Es geht um den Sog, den dieser Lead Generator erzeugt in der Zielgruppe. Und da haben manche mehr Sog und manche weniger Sog. Und ich muss halt nicht einen, sondern mehrere Lead Generator vertesten, um zu lernen, welcher hat eigentlich den größten Sog in der Zielgruppe. Ja, das ist der Mehrwert. So, dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Und zwar ist das die Hürde. Wieder die Hürde. Warum? Ein White Paper hat eine geringere Hürde, als sich bei einem Webinar anzumelden, weil für das Webinar muss ich Zeit haben, das findet vielleicht statt um 18 Uhr, da habe ich gar keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Das White Paper kann ich mir einfach so reinziehen und lese es am Ende wahrscheinlich eh nicht. Eine Checkliste hat wiederum eine geringere Hürde als ein White Paper, weil es sind ja nur ein paar Bullet Points als Checkliste und nicht ein 36-seitiges White Paper. Das heißt, macht euch klar, dass verschiedenste Formen von Lead Generatoren auch verschiedene Hürden haben und dementsprechend vielleicht in der Conversion unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt mit Kunden anfangen, Lead Generator Ideen zu sammeln,
sammle ich bewusst immer erstmal das Thema des Lead Generators, ja, zum Thema im Sog. Welches Thema hat den meisten Sog? Welches Goodie, welches Content Piece hätte den größten Sog? Und danach entscheiden wir erst, in welcher Form bieten wir denn dieses Goodie an. Ist das eine Checkliste, ein Whitepaper, ein Webinar? Weil damit kann man auch experimentieren. Ja, die 100 Growth Hacks könnte ich euch als Webinar geben, die könnte ich euch als Checkliste geben und die könnte ich euch auch ausformuliert als fettes Whitepaper geben. Und da könnte ich jetzt anfangen zu experimentieren. Was hat denn den größten Sog? Was beschert mir die besten Leads, die meisten Leads zum besten Preis? Ja, das heißt, darauf kommt es an. Mehrwert, was kreiert Sog und Hürde, wie hoch ist die Hürde, sich das jetzt hier einfach mal so reinzuziehen? So, und ehrlich gesagt, diese beiden Dinger müsst ihr nur beachten. Und dann mal Ideen generieren und die beste auswählen und dann geht's los. Also ich glaube, das haben wir gelernt in den letzten 500 Projekten. Das sind die Faktoren, die einen guten Lead Generator ausmachen. Und in dem Sinne ist die Frage auch beantwortet. Wenn ihr unkreativ seid, funktionieren Dinge wie 5 Fehler, die typischen Fallstricke, 5 Tipps für, die ersten Schritte für, Checkliste und Selbstchecks, um euch mal hier ein paar Ideen rauszuhauen. Funktionieren immer sehr gut. Ja, überlegt euch ein Thema, wozu ihr das macht und dann fangt an zu testen. Mehr kann ich nicht sagen. So, das ist, worauf es beim Lead Generator ankommt, was einen guten Lead Generator ausmacht. Dann vielleicht die wichtigste Frage, wie finde ich jetzt, ohne Tausende von Euros und monatelang Zeit zu investieren, einen passenden Lead Generator, der für mich funktioniert? Und ehrlich, ich bin mir sicher, wir haben in diesem Podcast schon mal über diesen Hack gesprochen. Es gibt 2 Hacks, die ich beide geil finde, die dafür sorgen, dass ihr schneller herausfindet, welcher Lead Generator funktioniert. Und zwar der erste, das ist der größte, ist Lead Generator Smoke zu testen. Was heißt Smoke testen? Ich tue so, als hätte ich ein White Paper, eine Checkliste, hab sie aber noch gar nicht. Ja? Ich spare mir den Aufwand, dieses White Paper zu schreiben und haue erstmal eine Landingpage raus, wo ich beschreibe, was man da ungefähr bekommt und gucke erstmal, kommen da Leads. Ja, funktioniert das Ding? Das heißt, ich mache nicht den Aufwand, etwas zu bauen, bevor ich nicht weiß, dass es funktioniert. Ja, und ehrlich gesagt, so können wir nämlich super schnell, wenn wir 3 Ideen generiert hätten, eine Checkliste, ein White Paper und ein Selbsttest, ja, können wir sehr schnell herausfinden, okay, was davon zieht denn in der Zielgruppe am besten, bevor ich erstmal 2 Monate warte, einen Selbsttest entwickle, eine Checkliste baue und ein White Paper schreibe und dann herausfinde, okay, den Kram will eh gar keiner haben, weil ich das falsche Thema gewählt habe. Ja, das heißt, Smoke testen, die Sachen nicht bauen, bis ich nicht die ersten paar Leads damit eingesammelt habe und ja, ehrlich gesagt, so sei er am schnellsten, da etwas Funktionierendes zu finden. Jetzt kommt immer die Frage, ja, aber wenn ich da jetzt zum Beispiel Ads schalte und da kommen dann wirklich Leads, die wollen dann ja was von mir haben, das habe ich aber ja noch gar nicht. Die wollen ja ein White Paper von mir haben und dann kriege ich ja einen Shitstorm, weil ich noch kein White Paper habe, sage ich ja, berechtigte Frage. Einfache Lösung, sobald die ersten Leads kommen, denen ganz persönlich eine E-Mail zu schreiben und sagen, hey, super geil, dass du Interesse an meiner Checkliste, an meinem White Paper hast. Es ist noch nicht ganz fertig, das ist ganz neu. Ich gebe dir sofort Bescheid, wenn ich das fertig geschrieben habe. Wozu führt das in dem Kopf dieses Leads? Ach krass, das ist ganz neu, das ist ja mega cool. Dann zweitens, ich habe eine persönliche Mail bekommen, das heißt, auf einmal geht es nicht mehr darum, dass er sich ein White Paper von Firma XY runtergeladen hat, sondern der Basti hat mir gerade gesagt, dass der das White Paper selber noch zu Ende schreibt. Wie cool ist das denn? Ihr habt auf einmal eine Beziehung. Ja. Und dritter Punkt, ihr habt euch den aus Sales-Sicht idealen Grund geschaffen, die Leute nochmal anzusprechen. Weil ihr schreibt jetzt, fangt jetzt an, das White Paper zu schreiben, weil ihr wisst, dass es sich lohnt. Und sobald es fertig ist, schickt ihr das zu denen rüber, habt wieder einen Kontaktgrund und fragt 2 Wochen später, hast du schon mal reingeguckt, hast du Feedback für mich? Weil es ist ja ganz neu. So, das heißt, das Hack Nummer 1, die Lead Generator erst in der Zielgruppe zu testen, bevor ich sie schreibe. Super, super wichtig. Ja, wenn ihr nur eine Sache mitnimmt, dann nehmt die mit. Zweiter Hack, der ist neu, aber den machen wir noch nicht so lange. Es ist unter Umständen für Teams und für Einzelpersonen anstrengend und aufwendig, jetzt zu sagen, boah, jetzt muss ich eine Landingpage bauen, jetzt muss ich eine Ad schalten und so weiter und so fort. Der Hack da ist, spielt mit Social Media Ads rum und benutzt Leadforms. Was ist der Vorteil? Oder beziehungsweise was sind Leadforms erstmal erklärt? Das sind so kleine Formulare, die sich innerhalb von Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn öffnen. Ja, und
da kann der User innerhalb der Plattform direkt konvertieren. Das heißt, der muss jetzt nicht auf irgendeine Landingpage und sich da durch irgendwas durchklicken, Cookies akzeptieren und so, sondern der klickt einfach auf eure Anzeige, bleibt innerhalb von LinkedIn und Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse sind im besten Fall sogar schon vorausgefüllt. Das heißt, der muss nur konvertieren. So, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die Conversion Rates auf diesen Formularen, auf diesen Leadforms sind viel, viel höher. 15, 16, 20% im Vergleich zu Formularen auf Landingpages. So, das ist der Vorteil aus User-Sicht und aus Conversion-Sicht. Der Vorteil in eurem Aufwand ist, ihr müsst nicht für jeden neuen Lead-Generator eine Landingpage bauen, sondern ihr braucht eigentlich nur zwei coole Creatives pro Lead-Generator, das heißt coole Bilder, Videos, die ihr als Werbeanzeige rausspielen wollt, die genau beschreiben, was dieser Lead-Generator ist und warum ich den unbedingt jetzt hier runterladen sollte, und baut einfach ein schnelles Lead-Form, das dauert 15 Minuten maximal, und habt eure fertige Landingpage und könnt anfangen, das zu testen. Und in dem Sinne lässt sich da ein neuer Lead-Generator sehr, sehr schnell in unter einer Stunde bauen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn ihr in unter einer Stunde einen neuen Lead-Generator bauen könnt. Dann könnt ihr ganz, ganz, ganz viele vertesten und werdet definitiv einen finden, der funktioniert. Ja, das heißt, das ist der zweite Hack, um maximal schnell einen Lead-Generator zu finden, der funktioniert. So, das ist Antwort auf Frage, was ist es denn, 3. Dann kommt jetzt die letzte Frage. Was passiert denn, um Gottes Willen, wenn ich jetzt mal die ersten Leads eingesammelt habe? Ne, weil da endet das Spiel ja nicht. Das wisst ihr, glaube ich, selber. Ich muss dann ja mit einem Lead irgendwas tun. So, und da sage ich, das ist immer eine schöne Stelle, weil in den Programmen ist es dann so, jetzt haben wir die ersten 3, 4, 5 Leads, jetzt kommt von alleine, kommen die auf die Idee, ja, jetzt müssen wir ja irgendwas mit denen machen. Wenn wir einen Smoke-Test gemacht haben, sollten wir jetzt anfangen, das White Paper zu schreiben oder die Checkliste zu machen und ihnen die zuschicken. Das heißt, jetzt ist die Frage, und genauso wie wir oben experimentiert haben, müssen wir jetzt unten experimentieren und eine Antwort finden auf, was ist der beste nächste Schritt für diesen Lead. Und der ist unterschiedlich pro Lead Generator. Wenn ich eine Checkliste zum Thema Product-Led Growth runtergeladen habe, muss ich etwas anderes als nächsten Schritt bekommen, als wenn ich mir 100 Growth-Hacks runtergeladen habe oder mich für ein Growth-Hacking-Webinar angemeldet habe. Ja, das heißt, pro Lead Generator konkret auf den paar Leads, die jetzt da gekommen sind, überlegen so an deren Stelle, was wäre der beste nächste Schritt für die, der für mich wiederum dafür sorgt, dass ich vielleicht die aufgemacht bekomme, dass ich die einen Schritt weiter runter im Funnel bekomme, dass ich mit denen ein Gespräch aufmache. Ja? Das heißt, ganz stumpf wäre immer die Frage nach Feedback, hast du reingeschaut und so, das sind die klassischen einfachen Dinge. Aber denkt auch mal darüber hinaus und fragt euch, okay, was wäre cool, jetzt von jemandem zu bekommen, der mir gerade diese Checkliste zugeschickt hat. Ja? Und ehrlich gesagt, so, dann sind wir schon wieder fast im Inbound-Funnel-Game. Ja? Das heißt, dann von da aus weiter experimentieren, wie kriege ich die hin zum Sales. Das soll jetzt nicht das Thema sein, aber wichtig, wenn die ersten Leads kommen, sich nicht auf den ersten Leads auszuruhen, sondern sehr genau zu überlegen, okay, und auch da zu experimentieren, schicke ich den jetzt Message A mit einer Einladung zu einem Webinar, das weiterführende Informationen gibt, oder schicke ich die direkt auf mein Beratungsgespräch, weil ich glaube, dass die schon bereit sind zu konvertieren. Und da dann rumzuprobieren mit den Leads, die kommen. Und ehrlich gesagt, wenn er das macht, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, euren Funnel da oben relativ schnell und ohne großen Aufwand aufzubauen und da mal die ersten Inbound-Leads einzusammeln. Und ich glaube, das waren so die wichtigsten Themen, die ich mir überlegt habe, die man wissen muss, wenn man jetzt mit diesem Lead-Generation-Game anfangen will. Wenn ich was vergessen habe, lasst mich wissen. Und sonst, wie immer, ein Mitnehmen, umsetzen und in einer Woche gucken, was draus geworden ist. In dem Sinne, zweite Episode Ask Me Anything ist vorbei. Freue mich über Feedback. Tschüsschen.